Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zum Tagesorakel für Samstag, den 8. Oktober 2022. Ein Tag vor Vollmond, aber die Vollmondenergie, ja, viele spüren sie schon. Deshalb habe ich mir das Mondorakel für die erste Überschrift ausgesucht. Was möchte dieser Samstag dir bringen? Ich hoffe, mir bringt dieser Samstag ein paar neue Abonnenten. Das unterstützt einfach meine Arbeit sehr und für dich ist es kostenlos und nur ein Klick. Die Antworten, die du brauchst, sind auf dem Weg. Wenn du Antworten brauchst, dann stellst du dir ja ein paar Fragen und vielleicht ist dieser Samstag ein ganz guter Tag, da mal ein bisschen mehr in sich zu gehen, auch mal ein bisschen mehr die Stille zu suchen oder einfach einen langen Spaziergang zu machen, wo du auf die Antworten, welche Art auch, wo du auf die Fragen, welche Art auch und Weise auch immer, du eben die Antworten bekommst, nach denen du suchst. Welche Fragen könnten das denn sein? Um was kann es da gehen? Vielleicht haben einige sich in dieser Woche so ein bisschen ausgebrannt gefühlt. Ja, dann suche die Antwort. Dann suche nach der Antwort, was in deinem Leben läuft unrund, so dass du dich manchmal ein bisschen nervös fühlst, so dass du dich manchmal ein bisschen unruhig fühlst, dass du immer wieder mit irgendwelchen Leuten aneinander rasselst. Was in dir löst diese innere Unzufriedenheit aus, denn wenn du in deiner Mitte bist, dann bist du nicht nervös und dann brauchst du auch diese Auseinandersetzung mit anderen Menschen nicht. Okay, ein Tag der Innenschau scheinbar. Darf ich noch was wissen? Welches Thema beschäftigt dich? Feuer! Das Thema Scheitern. Da stecken heute wirklich einige nicht in der allerbesten Energie. Wenn du befürchtest zu scheitern, dann nimmst du einer bestimmten Sache schon die Luft zum Atmen. Das heißt, du gibst da schlechte Energien rein und dann ist es recht unwahrscheinlich, dass aus schlechten Energien gute werden. Auf der Karte steht, ich verstehe, dass Fehler Chancen sind, etwas zu lernen. Jo, man macht nicht immer alles richtig im Leben und das wäre auch langweilig. Aber man muss auch nicht die gleichen Fehler wiederholen und wiederholen und wiederholen. Manchmal ist es gut, aus so einem gewissen Labyrinth auch mal rauszuspringen und Dinge mal komplett anders zu machen als vorher. Kann den Job betreffen, kann Liebesdinge betreffen. Ja, schau mal und geh bitte nicht davon aus, dass du scheitern wirst, sondern geh davon aus, dass das, was du anpackst, dir gelingen wird. Um was geht's am Samstag? Ja, das ist ein bisschen viel. Wir nehmen die. Um was geht es heute? Es geht um dich. Es ist heute ein Tag der Selbstreflexion. Es geht um dich. Vielleicht hat der Mond auch irgendwas angeschubst in Form von irgendeinem Traum, der dir diese Nacht da geträumt wurde. Irgendetwas hat aber unter Umständen auch nochmal deine Ängste geschürt. Es ist heute ein guter Tag, dass du schaffst, dich zu stabilisieren, dass du dir Gutes tust, dass du ins Wachstum gehst, dass du dein stabiles Fundament wieder bekommst. Und wie es aussieht, ist ein Mensch an deiner Seite, der dich dabei unterstützt. Das kann ein sehr treuer Freund sein oder Familienmitglied oder gar ein Seelengefährte. Der sorgt dafür, dass du. Der sorgt nicht dafür, der unterstützt dich dabei, dass du wieder in deine Mitte kommst. Ich lasse es so stehen, es ist ein bewusst kurzes Orakel. Bleibt mir gesund, lasst es euch gut gehen, stay positive und ja, danke fürs Zuschauen, gern bis zum nächsten Mal.